da das für mich absolut logisch ist, den elektronischen Weg da zu gehen und vor allem den Ablauf der Rezepte zu verbessern. Also gerade was jetzt Dauerrezepte zum Beispiel angeht, ist der Aufwand, den wir im Moment betreiben, Wahnsinn. Wenn wir uns kurz überlegen, dass Patienten kommen, parken müssen bei begrenzter Parkplatzsituation, über einen Tresen laufen müssen, um dort ein Rezept, was vorher vielleicht bestellt, unterschrieben, abgelegt und dann wieder raussortiert werden muss, rauszugeben, es ist für mich ein unlogischer Vorgang. Und deswegen war das mein Interesse. Im Prinzip, seitdem es jetzt über die EGEKA läuft, ist das natürlich etwas, was sehr, sehr problemlos ist. Am Anfang mit der App alleine war es rein ideologisch, das war nur Zeitaufwand und war Wahnsinn. So gut wie ich die App eigentlich finde, ich habe mir die angeschaut, ich finde die jetzt nicht falsch gebaut oder sowas, aber es war einfach zu kompliziert und vor allem die Herausgabe der Pins für die App, um die App freizuschalten, auch der Krankenkassen, das lief ja sehr schleppend und war sehr, sehr schwierig. Naja, als es noch gedruckt wurde, war es für die Patienten selbstverständlich. Die sind ja gewohnt, ihr Zettel in die Hand zu kriegen. Aber das andere, das war kein großes Problem. Also für viele ist es ja ungewohnt, dass sie nichts kriegen. Das ist auch sicherlich ein der Kriterien oder der Kritikpunkte, besser gesagt, dass man keine Rückmeldung hat. Eigentlich finde ich gar nicht so viel. Also durch die Einführung der Telematik mit dem Aufbau der EAU, die ja im Prinzip vorher schon war und vorher lief, hat sich dann am Aufbau fürs E-Rezept eigentlich groß was geändert. Wir haben insgesamt, lass mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5 Konnektoren, 5 Lesegeräte, die in der Praxis stehen. Durch mehrere Ärzte haben wir verschiedene Karten. Dadurch entstehen so ein bisschen Probleme, aber vom Grundprinzip, von der Technik mussten wir da nicht wirklich was ändern. Und vom Ablauf ist es ja auch nicht was ganz anderes, ob ich jetzt ein Rezept vorgedruckt bekomme, vorbereitet bekomme und zur Unterschrift hingelegt werde, ob das so ein Papier oder digital ist ja vom Ablauf jetzt nicht ganz anders. Das Schwierige finde ich eher ist, dass wir die anderen Prozesse gewöhnt sind. Also wir sind einfach gewöhnt, jetzt in meinem Praxisprogramm andere Tastaturcodes zu verwenden. Also ich versuche natürlich wenig mit Maus zu arbeiten, damit ich schneller bin. Und die Tastencodes für das Rezept, da gucke ich den Patienten zu an, da muss ich auf meine Tastatur gucken, um das Rezept zu drucken. Und das hat der Finger oder hat die Hand so häufig gemacht, dass sie es automatisch immer noch macht, auch wenn ich das E-Rezept daneben habe. Also das ist gerade so ein kleiner Hindernisgrund, diese Abläufe zu ändern, also die Automatismen zu ändern. Das ist eine kleine Schwierigkeit. Ja, müssen wir ja. Also das wäre gerade mit Rezepte, die bestellt werden, die angerufen werden, Verlängerung, Dauerverordnung, sowas, das würde ja nicht gehen, wenn man die alle in dem Moment per Hand machen würde. Die würden wir in der Stapelsignatur liegen haben und dann kriege ich eine Nachricht. Also entweder kriege ich eine Nachricht in meinem Praxissystem, was ich was unterschreiben muss, oder ich gucke regelmäßig, oder es ist an dem Platz, an dem ich vorbeilaufe, regelmäßig mal vorhanden. Da ich als erstes ging ja die Stapelsignatur, weil die Stapelsignatur für die EAU lief, und irgendwann war dann das Programm, war dann die Komfortsignatur freigeschaltet und dann haben wir die Komfortsignatur benutzt. Dann muss ich aber mit meinem Softwarehaus telefonieren, wir kriegen da einen sehr guten Support in der Richtung und das läuft dann. Das muss sicherlich ein paar Mal nachjustiert werden. Da haben wir auch mal Schwierigkeiten gehabt, aber alles nicht, für mich nicht wirklich problematisch in dem Zusammenhang. Vor allem, wenn man sich bewusst machen muss, dass ja das, was wir gerade auch machen, auch Zeit kostet. Also ich muss halt auch Rezepte in Drucker einlegen und nachbestellen und sonst irgendwas. Also eine gewisse Wartungsarbeit habe ich jetzt ja auch. Sie ist nur gerade etwas ungewohnter. Tatsächlich sind, glaube ich, die Struktur aufzubauen mit der Remote-Konsole ist das, was, finde ich, mit die schwierigsten Sachen sind. Also wenn man mit mehreren Ärzten über mehrere Plätze läuft, das ist auch etwas, was jetzt, da wird auch noch mal Zeit kommen, bis wir uns noch mal einen Plan machen. Arbeitsplätze sind jetzt sinnvoll mit der Remote-Konsole verbunden? Ja, das ist etwas, was sich gerade ändert, weil das von der Einrichtung über die EAU einfach anders war und anders notwendig war und auch gewachsen ist in der Zeit. Und deswegen denke ich, wird ja wahrscheinlich so Anfang nächsten Jahres, Ende diesen Jahres, werden wir uns nochmal hinsetzen und sagen, so, was muss jetzt nochmal anders werden, um das E-Rezept noch weiter zum 1. Januar hin voranzubringen? Weil im Moment würde ich sagen, machen wir ungefähr ein Drittel der Rezepte als E-Rezept. Also es gibt im Prinzip zwei Anmeldekriterien an meinem Praxisprogramm. Also einmal meldet sich der Arzt an, der dran sitzt, und einmal ist im Prinzip der Platz angemeldet,
Ja, also das ist unterschiedlich. Das heißt, die Helferinnen haben im Prinzip keine Arztanmeldung und damit sprechen wir die angemeldet haben, die keine Unterschriftsberechtigung, weil es an den Benutzer gekoppelt ist. Also wenn ich das allererste E-Rezept mache, dann dauert es einige Sekunden. Also ich glaube, so 7 habe ich mal versucht zu schätzen. Wenn das dann aber läuft, dann ist das etwas, was nicht irgendwie für mich ins Gewicht fällt. Vor allem, da ich ja auch noch die Zeit gegenrechnen muss von dann an. Also wir haben einen zentralen Rezeptdrucker. Ich habe keinen Rezeptdrucker bei mir am Platz stehen, sondern wir haben einen zentralen Rezeptdrucker. Und da muss ich dann hinlaufen, muss das E-Rezept ja rausnehmen, muss es möglicherweise muss das Rezept rausnehmen, muss das zwischen den Rezepten meiner Kollegen raussuchen, zwischen den AUs, beziehungsweise in dem Fall Krankengymnastik-Rezepten, die dann auch noch sind, muss ich mir hinlegen, Stift nehmen, unterschreiben, auseinandersortieren. Ganz ehrlich, das kostet auch Zeit. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man das Team da heranführen muss. Also wir haben das im Prinzip gemacht, wir haben einen Teamvormittag, einen ganzen Vormittag, den wir uns frei nehmen, alle 3 Monate. Und da haben wir seit der EAU einmal immer einen Block für diese Sachen. Das sind sozusagen die Abläufe durchgegangen zu den verschiedenen Elementen. Ja, einfach drüber gesprochen und es geübt. Ja, wir haben uns gegenseitig unsere Karten genommen und einfach mal Rezepte geschrieben und Rezepte storniert und diese Abläufe gemacht.